zum Beispiel dem eigentlich römischen Dichter Vergil, der im Mittelalter aber auch als Zauberer gilt, auch komplett unklar, wie er sich den Ruf erworben hat. Also da ist es noch unklarer, wie er dazu gekommen ist, aber Vergil gilt halt als Zauberer. Und in dem Fall ist es so, dass die Legende berichtet, Vergil habe diesen Kopf über seinen Tod, also über seinen Vergils Tod befragt. Und der Kopf habe dann sehr zweideutig geantwortet, weshalb Vergil einen Fehler macht und tatsächlich stirbt. Im Prinzip hat also der Kopf recht gehabt, nur die Antwort wurde halt falsch gedeutet. Dann haben wir, wer ist denn noch so relativ bekannt? Dann haben wir Albertus Magnus, der ist eigentlich auch recht bekannt als mittelalterlicher Gelehrter. Der habe zum Beispiel, wird gesagt, eine nach astrologischen Gesichtspunkten geschaffene Metallstatue besessen. Und der Autor, der diese Legende berichtet, betont auch extra, dass diese Statue kein Teufelswerk gewesen sei, aber ein einfältiger Schüler des Albertus habe gedacht, das sei Zauberwerk und hätte darum diese Statue zerstört. Interessanterweise wird dann später dieser einfältige Schüler mit Thomas von Aquin identifiziert. Thomas von Aquin ist eigentlich einer der bedeutendsten Scholastiker des Mittelalters. Also, dass man ausgerechnet dem das in die Schuhe geschoben hat, ist schon ein bisschen bizarr. Was ihr vielleicht schon mal gehört habt, also ich kannte die Story schon, die kannte ich schon vor den Recherchen. Und zwar gibt es dem Roger Bacon, auch ein sehr bekannter Gelehrter, wird auch so ein bronzenes, also so ein entsprechender Kopf zugeschrieben. Und da gibt es eine, ah ja, dazu kommen wir gleich, da gibt es eine total erfundene, aber ein bisschen gruselige Geschichte. Und zwar wird berichtet über Bacon, dass er eine Mauer zum Schutz gegen Eindringlinge bauen wollte. Und er musste zuerst dazu einen metallenen Kopf konstruieren, damit der ihm sagen konnte, wie diese Mauer gebaut sein muss. Also der brauchte quasi einen Berater. So, und dann haben sie der Kopf wird auch fertiggestellt, er kann aber nicht sprechen. Und dann wird ein Geist beschworen, damit dieser Kopf endlich zu sprechen beginnt. Aber man weiß halt nicht genau, wann der anfängt zu sprechen. Deshalb werden da zwei Wachen abgestellt, die also aufpassen sollen, wann der Kopf endlich zu sprechen beginnt und sollen natürlich auch die Botschaften dann übermitteln. Und dann geht es weiter. Daraufhin bewachten die beiden Mönche den Kopf 3 Wochen lang Tag und Nacht. Schließlich wurden sie ein wenig schläfrig und beschlossen, ein paar Stunden zu schlafen. Vorher jedoch stellten sie einen Diener als Wache auf und schärften ihm ein, sie zu wecken, sobald der Kopf spräche. Der Diener hatte noch nicht lange gewacht, als der Kopf den Mund öffnete und nichts weiter sagte als „Es ist Zeit." Diese Bemerkung jedoch schien dem Mann zu alltäglich, um den Schlaf der Mönche zu unterbrechen. Eine halbe Stunde später sprach der Kopf wieder: „Es war Zeit." Der Diener maß auch diesen Worten keinerlei Bedeutung bei. Nach wiederum einer halben Stunde rief der Kopf schließlich: „Die Zeit ist um", und zerfiel. Also mehr Ansagen hatte dieser Kopf nicht zu machen, und der Diener, der es bewachen sollte, hat's komplett vertan, diese Chance, dass sie nun mit dem Kopf sprechen konnten. Also ich find das ein bisschen gruselig, diese Story, aber also wie gesagt, sie ist komplett erfunden, also das stimmt überhaupt nicht. Aber man braucht ja auch mal ein bisschen Unterhaltung. So, jetzt habe ich das hier schon angeklickt. Dann können wir dazu einfach mal kommen, weil jetzt kommt nämlich mein allerliebstes Lieblingsthema. Und zwar, das hier ist aus einer Handschrift des 12. Jahrhunderts. Das hier unten, diese Blasen da, das sind Blasebälge. Mit denen kann man Luft in dieses baumartige Ding reinpumpen. Und dadurch geben diese Vögel, die da drauf sitzen, Töne von sich. Und netterweise hat das sogar eine Entsprechung sozusagen in der mittelhochdeutschen Dichtung. Das ist im Alexanderlied des Pfaffen Lamprecht. Die Alexanderdichtung ist im Mittelalter so eine Gattung, wo es ganz viele Erzählungen gibt. Es ist auch alles sehr, sehr bunt und sehr, ja, sehr vielfältig. Also da gibt es viele so legendenartige und mythologische Sachen. Und da gibt es auch eine Beschreibung von einem tönenden Baum, einem tönenden Tier, beziehungsweise, was diesem hier eigentlich so, ja, das ist schon ganz ähnlich. Ich lese das mal mittelhochdeutsch und ich übersetze aber gleich. Und zwar geht es um eine Königin,
der gehört das nämlich, mitten in ihr Palast ein schönes Tier geworcht was. Also mitten in ihrem Palast stand ein schönes Tier. Das was alles goldrot, also sich selber gebot. Das war aus, ganz aus Gold, wie sie das selber befohlen hatte. Im Mittelalter wird Gold immer mit dem Farbton Rot bezeichnet. Das Tier, was viel herrlich, eine Hirse geliech. Das war ein herrliches Tier, das sah aus wie ein Hirsch. An sein Haubit vorne hat es 1000 Horne. Vorne an seinem Haupt hatte es 1000 Hörner. Auf alle Horne geliech stund ein Vogel herrlich. Auf jedem dieser Hörner saß ein schöner oder herrlicher Vogel. Auf dem Tiere saß ein Mann, schöne und wohlgetan. Das versteht man, glaube ich, ganz gut. Also wohlgetan heißt, der sah gut aus und war schön gestaltet. Der führte zwei Hunde und ein Horn zu seinen Munde. Der hatte also zwei Hunde bei sich und ein Horn, also ein Jagdhorn oder sowas in der Art vor seinem Mund. Nittene an dem Gewölbe lagen 24 Blasebälge. Also unten an diesem Gebilde waren 24 Blasebälge. Zallerbälge geliech gingen zwellig Mann kräft. Oh, Entschuldigung. Zallerbälge geliech gingen zwölf Mann kräftig. Also an jedem dieser Blasebälge waren 12 kräftige Männer. So sie die Bälge drungen, die Vögele schöne sungen. Also wenn sie die Blasebälge zusammenquetschten, dann sangen die Vögel schön. Die Vögele schöne sungen, Entschuldigung, an dämme Tiere vorn. So blies auch der Mann sein Horn. Also die Vögel singen eben im Geweih dieses Hirsches und auch der Mann bläst in sein Jagdhorn. So galpeten auch die Hunde bellten oder kläfften. Auch lute an der Stunden das herrliche Tier, auch lute an der Stunden das herrliche Tier mit der Stimmen als ein Panther. Also das Tier selber brüllt auch noch wie ein Panther oder wie ein Raubtier. Dem geht unter Stunde ein Atem aus dem Munde, sunder den Viruch. Also ab und zu, von Zeit zu Zeit, kam ein schöner Hauch, ein schöner Atem aus seinem Mund, der wie Weihrauch war, also wohlriechend sozusagen. Das ist also etwas, ja, da haben wir dann mal eine Verbindung sozusagen von dem, was in der Dichtung berichtet wird. Und das hat es unter Umständen wirklich gegeben. Also das ist eine Zeichnung aus einem mittelalterlichen Manuskript. Und es kann durchaus sein, dass man solche Dinge tatsächlich gebaut hat. Das hier, wie man unschwer erkennen kann, ist eine Zeichnung des 19. Jahrhunderts und hat mit dem Mittelalter eigentlich nicht so fürchterlich viel zu tun. Aber ist es, ich habe es einfach mal reingenommen, weil es eine ganz schöne Illustration ist, dass man, also sowas hat es vermutlich wirklich gegeben, solche, ja, so Puppenspiele sozusagen, wo man mit Fäden oder Bändern oder Stöckern halt diese Figuren gegeneinander bewegen konnte. Und eine hübsche Sache habe ich noch gefunden, das ist auch sehr schön. Das ist überliefert unter den Zeichnungen eines Johannes Fontana. Das ist ein Teufel, eine Puppe, eine Figur, eine Teufelsfigur, die als Frau verkleidet ist. Die gleitet auf einer Schiene, das ist dieses leiterartige Teil unten. Hörner, Arme, Flügel und Schwanz werden durch Seilzüge in Bewegung versetzt. Das sieht man auf dieser hier auf. Kann man das so ein bisschen erkennen. Eine Kerze beleuchtet diese Figur von innen und außerdem gibt es noch 3 explodierende Raketen da drin, die diese Figur Feuer speien lassen. Leider ist komplett unbekannt, ob diese Figur wirklich jemals gebaut wurde oder ob die auch zum Einsatz kam. Aber das ist eigentlich das einzige Beispiel, was ich jetzt so für mittelalterliches mechanisches Spielzeug quasi auch gefunden habe. Es gibt zwar im mittelalterlichen Theater dann noch ziemlich interessante Formen von Special Effects, aber das wäre wieder ein eigener Vortrag. Ja, wie gesagt, also da hat man halt auch so ein ziemlich einfaches Prinzip halt mit Seilzügen angewendet und dann aber noch das Ganze ergänzt um Feuerwerk. Ich habe irgendwie signalisiert bekommen, dass es nur noch 10 Minuten waren, wahrscheinlich sind es jetzt nur noch 7. Dann würde ich an dieser Stelle einfach mal enden und mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Wenn ihr noch Fragen habt oder so, können wir jetzt irgendwie noch ein paar Minuten reden, aber ansonsten stehe ich heute Abend, aber später, weil ich nachher noch 2 Termine habe, durchaus zur Verfügung. Also wenn ihr mich findet, dürft ihr mich selbstverständlich sehr, sehr gerne ansprechen. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen schnacken. Ja, danke.